Geht direkt los. Ja. Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. Allen Nationen zusammen. Wir tragen die Wahrheit ans Licht. Ich werde alles, um die Fakten offen zu legen, verursacht auf das Zeichen fahren. Wenn wir überhaupt eine Chance haben. Ihre Freundschaft war ja immer wichtig. Bleiben Sie, wo Sie sind. Herr Präsident! Zwingen Sie mich nicht. Er ist so schön gefallen. Das ist alles meine Schuld. Ich habe das getan. Was meinen Sie damit? Die Tall-Augs-Kathedrale. Da war gar keine Träne. Nein. Ich erkläre es Ihnen später. Ja? Hannigan. Zum Glück sind Sie beide okay. Die Sekretärin ist fremdgegangen. Sie ist seit letztem Jahr beim Secret Service. Ich bin so erleichtert, dass es Ihnen beiden gut geht. Also, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich brauche Ihren Lagebericht. Den Präsidenten erschossen. Wir waschen infiziert, als wir ihn gefunden haben. Leon, er hatte keine andere Wahl. Er hat mein Leben gerettet. Gott, steh uns bei. Okay, ich erstatte Bericht. Und Sie machen, dass Sie da sofort wegkommen. Der Virus hat sich schon 3 Meilen über den Campus hinaus ausgebreitet und lässt sich nicht aufhalten. Beeilen Sie sich. Zuerst müssen wir zu Tall Ops Kathedrale. Agent Kennedy hatte eine Spur, die uns vielleicht zeigt, wer hinter all dem steckt. Leon, ist das wahr? Ja, ich glaube, ich habe da was. Verstanden. Ich suche den sichersten Weg hinaus. Bleiben Sie auf Empfang. Ich habe eine Spur? Wenn Sie mit mir kommen, schon. Adam, es tut mir leid. Was ist das Besondere an dieser Kirche? Wollen Sie ein paar Sünden beichten? Es ist kompliziert. Wenn ich es nicht in der Kathedrale erzähle, glauben Sie mir nicht. Und damit herzlich willkommen zu Resident Evil 6 mit dem Beagle und der Cupcake-Katze. Hallo! Hallo, miau. Ich hatte ja versprochen, es gibt ein Special und dieses Special ist nun hier. Die liebe Cupcake-Katze nimmt es nochmal mit mir auf. Und der Running Gag ist, dass es jetzt zu leise ist im Spiel. Nein. Wie viel technische Hürden wollen Sie meistern? Ja. Das ist genau so. Ich muss nur einmal kurz in OBS rein. Leon kann bis dahin einfach stillstehen. Das ist schon in Ordnung. Ich muss immer in die Settings. Der Witz ist, jetzt muss ich dich wieder leise machen. Was der Running Gag hier irgendwie ist. Leute, wir kämpfen jetzt schon so lange damit es alles läuft. Naja, kriegen wir hin. Seid nicht böse, wenn wir es ein bisschen nachjustieren müssen. Ihr wisst das, beim Beagle muss immer nachjustiert werden. Professional ist nicht. Das gehört dazu. Ja, warum will Resident Evil jetzt nicht aufgehen? Ah, da will es aufgehen. So, ich bin Leon. Katzen, ich bin Helena. Sie ist Helena, haben wir schon am Anfang festgestellt, dass das Helena ausgesprochen wird, nicht Helena. Nein, Helena. So wie der berühmte Song von My Chemical Romance, Helena. Sie werden mir alles erzählen, wenn wir bei der Kathedrale sind. Okay? Okay. Neben der Technik ist übrigens auch die Hürde, dass ich, wie kann ich denn auf mein Menü zugreifen? Siehst du, da fängt es schon an. Ich glaube, es geht nur nicht.
Ach so, stimmt, geht Kann ja noch auch noch nicht. nicht zielen und nichts. Ja, das stimmt. Dass ich mit Controller mache, mir die Tasten von Xbox eingeblendet wird. Aber das gehört schon dazu. Das wird in 5 noch viel geiler, wenn wir die ganzen Quicktime-Events machen Nein, müssen. oh Gott. Aber hier gibt es auch welche. Aber die sind einfacher, finde ich, als in 5. Findest du? Ja, okay, ja, aber Ja, 5 ja. hat das auch alles auf die Spitze getrieben. Ach so, und Leute, wenn ihr schon wissen wollt, wie es bei unserem Let's Play eigentlich aussieht, geht zur Cupcake-Katze auf den Kanal. Da haben wir es schon gemacht und es war epic. Ich Ja. sage nur, Katze hat uns aus dem Universum gesprengt. Ja, ich habe uns aus dem Multiplayer rausgebombt. Hier können wir aber auch mit Bälle spielen. Stimmt, wo ist das Messerchen? Du hast, glaube ich, ich habe, glaube ich, Messer, aber geht noch nicht. Aber ich dachte, wir rollen sie. Oh, ich habe sie in die Ecke gerollt, schon verkackt. Dass man am Anfang aber auch so schleichen muss, ne? So, Ja, oh, furchtbar. ist die an? Was muss ich Ach, da stimmt, nur drücken? Leon hatte das Messer, kann das sein? B. Helena. Ich kann über. Oh, jetzt Ja. geht's. Hier drüben. Hier drüben. Hier drüben. Du Leon, du musst lauter sein. Ja, alles klar. Ich komm schon. Sie einen sehen, ziehen Sie am It besten auf den worked well. Kopf. Oh Verstanden. Mann. Er hat meinen Wunsch erfüllt. Oh, das schöne Bankett. Aber es sieht aus wie so ein Hier sollte der Empfang 90er-Bankett, ne? stattfinden. Ja, schon. Jetzt wäre 2000er. gerade das Dinner serviert worden. Ich darf. Ob es Zielen darf Überlebende ich, gibt? aber Menü habe ich immer noch Nee, nicht. ich auch Doch, ich nicht. habe ein Ich hoffe. Menü. Ich habe ein Menü. Ich bin so stolz auf das Menü. Also ich habe es jetzt mal mit C versucht, wie in Resident Evil Zero. Es hat nicht funktioniert. Ich habe vor allen Dingen die Lautstärke der Stimme schon auf 100. Leute, ich lasse mir irgendwann was dafür einfallen, nur nicht jetzt. Ich Wir bin so sparen froh, dass wir einfach. das. Ja, es wird am Sound Unfassbar, dass sich gespart. alles wiederholt. Wir sparen Ist wie alle in für ein Raccoon. QXLR für Beagle. Vorfall in Raccoon City. Sie haben ihn überlebt. Ja, I'm so sorry, bis ich jetzt werde es worked nie this immer vergessen. fine. Wir gehen zu Ihrer Kathedrale. Resident Aber Evil hören ist Sie aber auch immer wirklich, so ein was Sie bisschen hier zu special tun? eigentlich, wenn es Was um Sound sagt Ihre geht. Freiheit? Ich weiß. Und mal ernsthaft, tut sich das von euch jemand wirklich wegen der Story an? Ja. Was war das? Entschuldigung. Der Okay. Finden wir es Präsident war der heraus. Zombie. Gehen wir. Das stimmt, das Ich stimmt. bin vollkommen schockiert. Also ich habe kein Menü. Du, ich würde dir jetzt gerne sagen, geh. Oh, Escape. Ich habe die Tasten ja auch noch so halbwegs im Kopf von Tastatur. Ich Kannst wollte du gerne das mit Maus und nehmen? Tastatur, aber ich habe nicht genug USB-Anschlüsse für alle. Ich habe mich auch versprochen, ich meinte eigentlich, ich habe noch kein Inventar. Inventar habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Jetzt. Nee, aber wir haben ja auch noch keine Moon. Ich kann wechseln. Auf was kann ich wechseln? Hä? Ach, auf Doppelschuss. Nee, das mache ich nicht. Ah, nee, das ist immer blöd. Aber ich glaube, ich habe es jetzt raus. Y ist oben, B ist Kreis. Und den Rest werde Da ich noch hinten. rausfinden. Leon, das war so leblos. Dann Versuchen wir addierst du die. hier rum. Es klang so, als ob du hier rumrandalierst. Nee, das war jemand anderes. Versuchen wir, Embleme zu fischen? Ja. Bis wir wieder keine Wie? Munition haben, um sie abzuschießen. Wird passieren, ja. Helena. Ich würde sofort schießen. Leon ist Alles zu okay. lieb. Der Nebel. Was? Nebel. Was? Wie aus dem Nichts. Warten Sie, lassen Sie mich! Es ist zu gefährlich. Sie geht einfach an fremde Meine Handys. Tochter, sie ist ganz allein, wenn wir nichts tun. Okay, Damals war Datenschutz verstanden. noch nicht so ein Thema. Sie können Stimmt. ihr Ist nur helfen, Datenschutz wenn in Sie leise Amerika sind. überhaupt ein Thema? Haben Sie kapiert? Good question, ne? Ich meine, Amerika informiert uns auch über Terroristen. Das sagt, Was glaube ich, passiert? alles. Das Gut, stimmt. suchen wir sie. Leon, wir haben keine Zeit, Wir um. nehmen uns die Zeit. Oh, da ist immer noch der gute Cop drin. Ja, ich Liz, versuche uns wo immer bei den bist du? Zwischensequenzen, soweit es geht, auszublenden. Wenn ich es mal vergesse, lebt damit. So scheiß drauf. Knallhart. Fanservice. Der Fanservice ist, dass Was war das Cupcake-Katze denn? dabei ist. Knallhart, dann habt ihr Pech gehabt, wenn ich es vergesse. Oh Gott.
Ihr müsst verstehen, ich kann nicht meinen großen Bildschirm benutzen. Ich muss den Laptop-Bildschirm benutzen. Der ist sehr klein. Das ist auch terrible. Weil Resident Evil sagt, es muss so sein. Hier ist doch auch schon ein Emblem, oder bin ich doof? Wer hat das Licht ausgemacht? Immer der Letzte. Weiß ich doch nicht, Helena. Also, wo ist das Emblem? Ich weiß, dass es hier eins gibt. Haben wir es schon übersehen? Ich gehe einmal gucken. Keine Ahnung. Emblem? Spiegel ist immer die Emblembeauftragte. Ich habe keine Ahnung davon. Ich hätte aber schwören können, dass hier irgendwo eins sein muss. Oh Gott, Gewitter, ich kriege Angst. Ach stimmt, die hatten ja Angst davor. Oh. Alle haben die. Hier ist das Emblem. Ja, hier ist das Emblem. Bei mir im letzten Raum, wo der Dude war. Ich dachte gerade, Helena hätte so eine Stirnlampe. Aber ich glaube, das. Die denn jetzt hier? Ich weiß es nicht. Ich verstehe sowieso so vieles an diesem Spiel nicht. Ich glaube aber, die Embleme, die wir schon hatten, die brauchen wir nicht nochmal abschießen. Aber ich bin mir immer nicht sicher und dann kriege ich. Dann mache ich das immer einfach. Was haben die übrigens von Teller? Da guckt euch diese Teller an, Leute. Das geht doch mal gar nicht. Diesen Teller. Ja. Was kommt da für Essen drauf? Dieses American Schnitzel. Überdimensional. Also auch wenn ich mir vorstelle, die sitzt auf so einem Stuhl, das ist doch völliger Quatsch. Ja. Ach, da kommt so ein American Schnitzel drauf. Ich klemme mir irgendwo fest. Dieses Schnitzel, die ich niemals anrühren würde, weil der Hunger mir vergeht. Weiß hier nie, was einen erwartet. Richtig. Ich habe den Timer nicht angemacht, ich Schlaufuchs. Oh nein. Aber das macht nichts. Ja, wir haben 11 Minuten aufgenommen. Das heißt, die Leute haben jetzt noch 9. Liz! Liz! Ach, der ist eh schon tot, Kumpel. Oh, der Typ, ne? Hier können wir Ball spielen. Das ist viel wichtiger. Aber. Wie machst du das? Linke Maustaste. Ich hab. Also bei mir ist mit Viereck, Dreieck auf der Tastatur schon das Menü da. Warum habe ich denn so viel Munition? Wie kann ich denn die Waffen durchwechseln? Das ist Kraut. Oh, das war so schön simpel in Resident. Ich habe schon alle Waffen. Genau, das ist auch gerade possible. Oh, nein. Was hast du gemacht? Ich hab's Heilspray benutzt. Was ist das schwer? Ach, übrigens, wir haben es auf schwer gestellt. Wir wollten mal so tun, als hätten wir Ahnung. Oh, ich werde nie wieder Heilung finden jetzt. Ja, aber wie komme ich nochmal in das Menü? Hier oben ist. Der Dude. Ich hab noch ein gutes Krautsetzen. Hier oben ist auch. Das ist noch von unserer letzten Sitzung. Der hat alles mit übernommen. Aber ich finde, auch schwer ist das legitim. Wenn du hier hochkommst, ist das kannst du dein Heilspray wieder ersetzen. Leon, aber warum? Dann aber dann hat er die Sachen von der anderen Kampagne jetzt noch? Ja, von der Kampagne, die wir quasi gemacht haben. Leute, ich sehe gerade, dass Katzenkamera nicht ganz in den Rahmen passt. Wenn ich die Zeit habe, es anzupassen. Ja, du bist eigentlich zu klein. Oh nein. Es ist nur ein Millimeter, aber es wird angepasst, wenn ich Zeit habe. Also, oder wenn der Dude tot ist. Okay. Ich bin froh, dass wir beide drin sind. Also alles gut. Also es ist ein 400-Abonnenten-Special, ja? Die Mühe und die Liebe zählt. Das ist richtig. Wenn wir Glück haben, habe ich, bis wir 5 anfangen, die 500 voll, dann wird das mein 500-Special. Wie kann ich denn treten? Ah, einfach indem ich drücke, was man zielen müsste. Dahin zu kommen. Ich arbeite hier. Ich habe die Schlüssel dafür. Wenn wir da sind, nehmen wir mein Auto. Herzlichen Glückwunsch, du hast dein Auto und Schlüssel. Hat's weit gebracht. Liz? Als Hausmeister im Anzug, ja. Das stimmt. Also als Hausmeister des Präsidenten kann man das auch mal machen. Da musst du schon schick aussehen, ne? Ja. Sonst bist du gar nichts im Weißen Haus. Und Leon mit der Lederjacke, ne? Im Weißen Haus. Ich glaube auch, dass Helenas Ausschnitt eigentlich nicht legit ist für Business. Aber gut. Kommt drauf an, für was sie hier einbestellt. 2013 war das noch nicht legit. Heute ist das was anderes. Also ist sie jetzt da drin und spielt Klavier, weil... Mach du jetzt mal.
blutigen Hand. Ja, mach hey. Du jetzt mal einen Schrei. Hey. Leon. Ja? Hier lang. Ja? Leon. Sicher? Leon. Hier lang! Oh, okay. Leon! Ich wollte aber halt auch nicht da an die Tür fassen, ne? Und Leon muss da hinpacken, wo es Blut ist, klar. Ich habe immer noch mein rosa Dings eingestellt, das mag ich. Die wussten doch genau, dass man drauf schießen würde und haben deswegen abgestellt, dass man drauf schießen kann. Sag na, bloß, du hast abgedrückt. Liz! Ja, eiskalt. Bei beiden. Wo sind Mama und Liam? Tot. Ja, besser wär's. Sie sind schon draußen. Sie warten zu Hause auf uns. Träum weiter, Kumpel. Ich schon total resigniert. Ich weiß doch schon, wie es in Resident Evil läuft. Alle immer tot. Alle tot. Vor allem Ethan. Töchter. Ja. Oder Töchter in verschiedenen Flakons. Einzeln. Ja, oh ja. Die Tochter ist schon groß, groß oder? Irgendwie. Ich glaube, die ist einfach schon erwachsen. Also College-Studentin vermutlich von hier. Und wenn man zum Bankett des Präsidenten geht, hat man so eine Shorts an. Vielleicht war sie gar nicht da und wollte noch irgendeine Hausarbeit nachreichen. Man weiß es nicht. Ich würde es zwar nicht an dem Tag machen, wo der Präsident da ist und die Sicherheitsmaßnahmen vermutlich am höchsten sind, aber wenn man spät dran ist, dann wer weiß, über welche Leichen man dann geht. Wer kennt sie nicht, die gute alte Zeit, als man die Deadline im Rücken sitzen hatte und man wusste, der Dozent lässt die Arbeit durchfallen, wenn man es nicht pünktlich einreicht. Oh Gott. Räumen wir das aus. Das Trauma ist wieder da, ne? Schön, mein Bachelor-Masterarbeit habe ich letztens so dran gedacht, will ich auch nie wieder machen. Nein. Wie ich einfach eine Frage hatte und 3 Tage vor Abgabe eine Antwort gekriegt habe, wo alles schon geschrieben war. Ah, geil, ne? Und dann hat er mir noch viel Erfolg beim weiteren Schreiben und ich dachte mir so, leck mich. War aber trotzdem eine gute Arbeit, alles gut. Gott danke. Obwohl er mir nicht geholfen hat. Manchmal ist gerade das der Schlüssel des Erfolgs. Ich würde die eiskalt einfach beide erschießen. Ja, gerade Leon, oder? Mit seiner Erfahrung. Ja, der müsste es besser wissen. Du kommst wieder in Ordnung. Lüg doch deine Tochter nicht an. Wir sind fast da. Spätestens jetzt würde ich schießen, wenn er schon vorher Hemmung hat. Unbedingt. Ich sollte Mitleid haben, aber der Emotional Damage ist nicht so hoch. Wie konnten eigentlich Leon und Helena den Nebel nicht mitbekommen? Ich wundere mich eh wie immer über Helenas Fukuhila-Frisur. Vielleicht waren die beiden ja auch in einem Kämmerchen beschäftigt, das wäre so Leon-typisch. Ich glaube, Helena ist aber eine, die sich da eher bitten lässt. Meinst du? Aber wir waren doch auch in... Oh Gott, wir waren doch aber auch in China auf dem Klo sehr gut beschäftigt. In unserem letzten Let's Play. Oh Gott. Das hat so Exorzist-Vibes. Ja. Das sind keine Zombies, das sind Dämonen. Ich glaube das nicht. Müssen sie aber. Entweder sie oder wir. Und sie ach, das sagt er jetzt, Leon. Warum musste das passieren? Falscher Zeitpunkt. Ich habe ein bisschen Angst, wie viel Treffer Zombies auf schwer einstecken, wenn ich ehrlich bin. Allein. Ja. Ja, Helena, ja. Nehmen Sie die Waffe. Wie viele Szenen fallen dir ein, die uns Angst machen sollten? Halten Sie sie auf! Immer wenn ich, also mein Gehirn verklärt Resident Evil immer total, muss ich sagen. Ich habe bei Chris jetzt einfach sehr... Ich habe bei Chris sehr präsent, weil ich gerade gucke, unsere Let's Play. Wie lade ich nach? That's a very good question. Aber ich lade mit R nach, aber ich habe leider eigentlich gar nichts zum Nachladen da. Ich auch nicht. Dann renne ich mal am Rand vorbei. Ich habe nichts zum Nachladen, also alles gut. Oh nein, ich bin über ihn gestolpert, scheiße. Hab die Sequenz das ist wohl unser Signal zum Aufbruch. Das macht nichts. Ich finde die Sequenz. Oh, ich bin gar nicht, wir sind gar nicht eingeblendet. Ist in Ordnung. Oh nein! Ganz knapp vorbei.
So, wir gehen einfach. Leon! Ja. Jetzt kann ich uns schon wieder ausblenden. Hat der Lipgloss drauf? Ja. Also Leon, Helena ja. Auf jeden Fall. Vielleicht haben sie geknutscht. Ich sag doch, Kämmerchen. Das ist so eine weiße Hausaffäre. Ist auch geil, so eine Kamera anzuschreien. Aber meistens sie halten immer einen Helpin. Aber müssten die nicht hören? Ja, doch. Ja, wenn sie selber zu laut schreien, haben sie Pech. Aber die Zombies sind ja nie lautlos. Das wäre eine neue Zombie-Art. Wir können nichts mehr tun. Wir haben auch nur noch 16 Sekunden. Nein. Dann müssen sie sterben. War das nicht ein Film von Nicolas Cage? Ich weiß es. Ja, stimmt. Sie haben recht. Nee, 60 Sekunden. 60, ja. Wir haben nur 16. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Weil wir schwer spielen. Dann haben wir nur 16 statt 60. Das hat uns niemand gesagt. Ja, gut. Meine Lieben, das ist ein sehr guter Zeitpunkt. Ich habe übrigens deinen Spielernamen mal ausgeblendet. Sie wissen alle, dass du Cosi Cupcake Katzen bist. Oh ja. Ich sage es oft genug. Wir sehen uns dann also in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.